Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix für die PS3. Im letzten Part haben wir hier in Halloween Town dem Doktor dabei geholfen, ein Herz für die Herzlosen herzustellen, damit man die kontrollieren kann. Und dieses Herz wurde gestohlen. Zero! After them, quick! Und ja, wie gesagt, das Herz wurde gestohlen von den Schergen von Oogie Boogie. Und ja, man kann sich sicherlich auch gar nicht denken, wer dann hier in dieser Welt der Boss sein wird. Ne? Naja, wie auch immer. Wir wollen auf jeden Fall das Herz zurückhaben, denn es wäre schon ganz cool, wenn wir die Herzlosen kontrollieren könnten. Wären die nicht mehr böse. Weil dann könnten wir denen ja sagen, was sie machen sollen und so, ne? Das wäre eigentlich voll die coole Idee. Deswegen... Lasset uns schauen! Die Badewanne läuft. Okay. Okay, warum nicht, ne? Kann man mal machen. Wow, 20 Erfahrungspunkte. Für die Viecher, nice. Nice, und da die mir nicht wirklich gefährlich sind, also zumindest nach dem, was ich bisher sehen konnte, ist das echt leicht verdiente Erfahrung. Naja, okay. Noch mehr von euch, okay, kein Ding. So, wie gesagt, leicht verdiente Erfahrung und die nehme ich gerne mit. So, darf ich dann? Dankeschön. Vieles, vieles Dankeschön. Okay, war das von hier aus? Nee. Oder? Moment. Wo kommt man hier hin? Aha. Okay. Okay. Das sieht mir richtig aus gerade, muss ich sagen. So. Ach, diese blöden Mumien, ne? Mit ihrer mit ihrem Rundumschlag, der irgendwie. Weiß ich, wie lange geht, und selbst wenn der geblockt wird, geht er weiter und... Ach, ziemlich dummes Zeug hier. Naja. Hallo? Dankeschön. Warum hat er meinen Heal gerade nicht durchgeführt? Ich weiß es nicht. Naja. Egal. So. Auf jeden Fall. Wie jetzt auch hier rüber. So. Wo die Kleinen hin sind. Ah, Moment, nee. Ich muss erstmal dafür sorgen. Okay. Ich muss da über die Mauer. Okay, okay. Das kriegen wir aber bestimmt auch noch irgendwie hin. So. Ihr kommt alle her hier. Kommt alle her hier. Ihr Mistviecher. Komm. Komm schon. So. Geht doch. Na bitte. Na, echt jetzt? Noch mehr von euch, meine Güte. Ihr könnt mir doch eh nichts. So, ja. Und zack. Okay. Weißt du, die Trio-Technik, die kann ich noch nicht aktivieren. Die kann ich noch nicht. Die habe ich doch noch nicht gelernt. So. Gut. Aha. Hier ist irgendwie was.
Aufzugartiges. Was auch immer das bringen wird. Ne? Hier wird... Moment, hier geht's einfach wieder zurück, glaube ich. Fest verschlossen, okay. Hier können und sollen wir aktuell noch nicht hin. Gut. Hallo? So. Ach, Mann. Komm schon, Sora, du sollst da raufspringen. Dankeschön. So, wo kommt man hier hin? Aha. Moment. Bin ich jetzt wieder... Ja. Ich bin wieder zurück. Toll. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Dankeschön. Ja, super. Das lief ja toll. So gar nicht. Naja. Okay. So. Und hier. Euch noch umnieten. Zack. Ihr kennt, wie gesagt, zumindest nach dem, was ich bisher gesehen habe, nicht wirklich was. Das ist auch sehr schön. Ah, natürlich. Erstmal anfeuern hier das Ding. So. Okay. Dann sind wir jetzt zumindest mal wieder hierher zurück. Hm. Okay. Hier ist jetzt die Frage, was ist hier zu tun, damit das sich ausstreckt? Ah. Ah, okay. Okay. I see. Got it. Gut. Dann sind wir jetzt auf jeden Fall. Okay. Frage hier ist, mit welchem Zauber muss ich angreifen, damit das wirkt? Oder seid ihr normale? Nee. Ihr seid keine normalen, einfach mit dem Schwert rauf, Gegner. Ah. Das auch nicht. Was könnte es denn noch sein? Stopp. Nee. Auch nicht. Hm, dann, keine Ahnung. Naja. Ist es halt so. Flairgummi. Auch schön. Oh oh. Okay. Das wird ein interessanter Sprung. Kann man das überhaupt von dort aus schaffen? Vielleicht von hier aus? Nee. Aber man muss es, wenn dann, von hier aus machen, würde ich sagen. Ah, Moment. Natürlich. Komm schon. Komm schon, Sora. Ich will da doch nur an die Kiste ran, mehr nicht. Nee. Das wird nix. Das wird so nix. Habe ich das Gefühl. Nö. Er will sich auch nicht festhalten. Och, Mist. Mist, verdammter. Na gut. Ich dachte, ich komme wenigstens von hier aus dann daran. Ah, Moment. Moment. Hier haben wir aber hier noch eine Plattform. Okay. Und hier aus komme ich auf jeden Fall darüber. Das ist kein Problem. So ein Meteogummi. Oh, schön. Schönes Ding. Nice, nice. Nee. Kann ich vergessen. Erstmal, bis mir eine Idee gekommen ist, wie ich darüber kommen könnte. Na gut, gehen wir zu Oogie Boogies Gut.
Und das ist ein interessantes Haus. Oogie Boogie was behind this. Das ist ein sehr interessantes Gebäude. Erinnert mich ein bisschen an an den Fuchsbau von Harry Potter. Ja, also von den Weasleys natürlich, aber aus den Harry Potter Büchern. So, na komm, zack. Und hier. Hey. Badewanne-Rentierung, Mensch. Okay. Frage ist, wie kommen wir da jetzt wieder hoch? Über die Badewanne? Anscheinend. Okay. Okay. So, und ich werde jetzt keine Gegner mehr angreifen, die nah am Rand sind oder sogar schon über dem Abgrund. Denn ich habe festgestellt, es bringt nicht allzu viel. Und den Sprung kann ich doch nur verkacken. Deswegen lassen wir das auch. Zumindest erstmal. Wir wollen ja hier rein. So. Aha. Na komm schon. Ich will den Gegner anvisieren. Ne? Und nicht das, und nicht den Aufzug. So. Fire! Jetzt können wir den Aufzug anvisieren. Was? Ah, okay. Okay. Hier müssen wir dann manuell abspringen. Wir werden nicht mehr hoch genug gehoben, dass wir dort einfach, dass wir einfach runterlaufen können, ne? Ganz toll. Nein, ich werde dich nicht angreifen. Zumindest nicht mit meinem Schlüsselschwert. Immer noch nicht. Ah, komm. So. Erledigt. Meine Fresse. Diese Nerven siegen immer hier. Ups. Und weg mit dir. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Läuft. Läuft. Okay, damit komme ich, glaube ich, noch wieder runter. Sieht mir jedenfalls gerade so aus. Deswegen... Natürlich. Fire! Oh, was? Das trifft mich. Fire! Ehrlich jetzt? Wow. Mistviech. Nö, da hab ich ja mal gar keinen Bock drauf. Das lassen wir einfach. Puh. Na? Wir tauchen wieder auf da hinten. Ne, das lassen wir ja genauso. Das lasse ich ja einfach mal genauso. Okay, weg genug weg. Wir sind nicht mehr im Kampf, ist mir egal. Oh, nein. Ach, Mann. Nein. Na, war ja zum Glück nicht so weit. Wir sind ja zum Glück nicht so extrem weit gefallen. Das geht ja noch. So. Okay. Ups. Upsi Daisy. Shit. Okay, das war jetzt ein etwas weiterer Sturz. Ach, Mann.
Und ich sag noch, ne? Ich greife sie nicht an, wenn sie nah am Abgrund sind. Hm. Ja, ja. Was man sagt und was man tut, sind generell erstmal zwei Paar Schuhe. Okay. Was bringt mir das hier? Keine Ahnung. Egal. Egal. Ist halt eine Plattform, auf die man rauffallen kann, falls man runterstürzt. Das andere wüsste ich jetzt nicht, wofür das sein sollte. Naja. Wow. Okay, Goofy, sehr schön. Sehr gut, läuft doch. Na komm, den will ich auch noch haben. Und dann gehen wir ins Spielzimmer. Gucken wir uns doch mal Oogie Boogies Spielzimmer an, ne? Na toll. Jetzt haben die das Herz hier schon irgendwo in ein Loch in der Wand geschmissen, ja? Mann, ey. Oh. Du lebst noch. Ich dachte, ich hätte alle wieder schnell erwischt. Na gut. So. ...240 Erfahrungspunkte dafür. Okay. Warum nicht? Wir haben nur Befehle ausgeführt. Oogie Boogie hat uns befohlen, das Herz zu stehlen. Daran ist allein Schrecken schuld. Es war seine Idee, Oogie Boogie von dem Herzen zu erzählen. Ja, genau. Aber ihr habt doch gesagt... Du solltest dich schämen. Ja, ja. Gegenseitige Schuldzuweisung, ne? Was haben wir hier? Oogie Boogie hat es uns befohlen, wir hatten keine Wahl. Ja, ja, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden, ne? Ah. So, okay. Keine Ahnung, was mir das jetzt bringt. Ehrlich gesagt. Aber. Wir speichern erstmal. sicher ist sicher. Sicher ist sicher, erstmal wird gespeichert. Okay. Und dann gucken wir mal, ob sich hier draußen irgendwas geändert hat. Ah. Okay, jetzt bewegt sich hier das Zeug alles. Okay. Okay. Das heißt... Ah. Hier ist noch eine Kiste. Okay. Mit Welpen. Oh, nice. Sehr schön. Haben wir die also auch gefunden? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So nicht. Nicht mit mir. Wenn ihr kämpfen wollt, kommt her. Ich komme nicht zu euch. Vergesst es. Ah, hier. Fire! Zack. So, meinetwegen. Ah, diese Kameraführung hier, ne? Die ist echt, echt unschön zum Teil. Naja, ein Mega-Älter. Jo. Nehmen wir gerne mit. Okay. Frage ist trotzdem, wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir hin? Hier ist gar nichts. Aha. Das finde ich mal interessant. Ein Raum mit nichts. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier irgendwie
dass es irgendwie ein Durchgang ist, sag ich mal. Nach unten zum Beispiel. Aber anscheinend nicht. Ah. Tja. Tja. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Ah, schauen wir mal hier lang. Einfach mal gucken, ne? Könnte ja sein. Okay, hier sind auf jeden Fall noch ein paar Geister. Die kommen mir auf jeden Fall näher. Das ist schon mal gut. Im Vergleich zu den blöden Gargoyles. Die einfach auf Distanz bleiben. Aber die Geister haben keine Distanzangriffe, von daher müssen die mir näher kommen. So. Na, kommt her. Kommt her, hier, ihr Mistviecher. Danke, Donald. Ich wollte mich gerade selber heilen, aber da habe ich Donald schon rufen hören. Und das ist ja noch vollkommen ausreichend. Vor allem mit den ganzen Lebensblubbeln hier. Okay. Folterkammer. Ist auf jeden Fall ein Raum, wo wir noch nicht waren. Und das sieht richtig aus. Hier startet eine Cutscene. Oogie Boogie, gib mir das Herz wieder. You want it? Well then, come on over and get it. Ah! Let's see if I can get their attention. Oh, Hans! This is it? Nobody disrespects me! Nobody! Ouch. Okay, Yo. Weißt, das ist in irgendeiner Form. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Autsch. Mistkerl. Okay, sobald er irgendwo stehen bleibt. Oh. Hallo? Spring doch mal. Danke. Aua. Autsch. Meine Fresse, ey. Ach, Mist. Ich dachte, er wäre da schon vorbei. Okay. Waren wir falsch. Na gut. Nee, nee, nee. Okay. Also, die blinkenden Würfel explodieren. Die nicht blinkenden Würfel. Machen hier irgendwas? Ah ja, okay. Das hat jetzt die Gegner gespawnt. Okay. Gut. Und an sich wollen wir hier, ich sag mal, drauf warten, dass die, dass die Knöpfe hier leuchten. Dann wollen wir ihn finden und festhalten. Okay. So.
Ich hab verstanden, wie der Bus funktioniert. So, und dann können wir ihn hier angreifen. Er schubst uns nach einer Zeit wieder runter. Okay. Damit kann ich arbeiten. Kann ich die irgendwie... Nee. Aua. Mist. Okay. Ach, natürlich. Gerade als ich drüber springen wollte, ne? So, hier schmeißen wir mal eine Mega Potion. Dann lebt Donald auch wieder. So, wo ist Ugi? Wo ist Ugi Bugi? Hier ist er. So, ich bin zwar alleine, das heißt, Donald und Goofy können ihn nicht mit angreifen. Aber ich mache ja auch ganz viel Schaden, von daher passt das schon. Hey, okay. Okay, einmal noch und dann haben wir zumindest den Miniboss Oogie Boogie erledigt. Oh, was? Verarschen da wie? Ups. Okay. Hier. So, Ugi. Ich hab dich. Jetzt habe ich dich und du bist erledigt. 2500. Nice. Sehr schön. Das ist eklig. Bäh. Das Herz war letztendlich doch eine Fehlkonstruktion. Heiligenring erhalten. Oh, schön. Und Ansem Bericht 7. Okay, nehme ich beides gerne. Was zum? Was war das für ein Erdbeben? Mann, bist du hässlich. Wow, wieso ist der plötzlich so groß? Seht doch, er ist dran voll mit der Macht der Dunkelheit. Oogie Boogie zieht Kräfte aus diesen dunklen Kugeln. Also müssen wir diese Dinger vernichten, oder? Jo, das müssen wir. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Wir haben schon überzogen und die wird sonst viel zu lang. Deswegen würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.